Gute Frage, weil ich weiß manchmal erstmal selber nicht, wer ich bin. Aber erstmal Reihenhausmaterialist, sage ich dann immer. Weil, naja, ich komme aus einer Reihenhaussiedlung und es bedeutet eine bestimmte Sozialisation, die, wie ich finde, einen doch so ganz nachhaltig prägt. Also das heißt, es ist immer der Widerspruch zwischen so, ja, dem Glauben ans Individuum und dem, was das Kollektiv will. Das repräsentiert die Reihenhaussiedlung. Ja? Du hast als Freiraum deine Haustür, die du gestaltest, und musst aber trotzdem im Reihenhaus wohnen. Und ich würde mal sagen, das hat dann so den ganzen kreativen Ansporn dieses gestalterischen Wollens beherrscht. Ja? Also wie macht man eigentlich was fürs Kollektiv und macht trotzdem irgendwie was für sich? Das ist ja ein dauernder Widerspruch und den macht, glaube ich, so meine Erziehung und damit auch meine Person so aus. Das ist Peter Zitzka, Schnittstellendesign. Da gehört bei mir natürlich auch eine ganz große Menge an Scheitern dazu. Das heißt, ich habe vieles angefangen, was nicht funktioniert hat und was ich dann beendet habe mittendrin, aber es hat am Ende doch genutzt, würde ich sagen. Und ich bereue das nicht, dass ich damit gescheitert bin. Es gibt auch einen Lebenslauf von mir, den ich bewusst schreibe, wo es nur ums Scheitern geht. Also was habe ich nicht geschafft? Und dazu gehört unter anderem eine Ausbildung als Kirchenorganist, die ich beendet habe, obwohl ich dann ein Stipendium hatte. Aber ich war so ein beschissener Organist, dass ich die Welt da doch verschonen musste. Ähnlich gelagert war es mit meiner Karriere als Restaurator. Da habe ich in Würzburg in einer Nonnenkrypta Wandgemälde freigelegt, eine ganze Weile. Habe das auch beendet, weil das keine Perspektive bot. Und fing dann eigentlich erst darüber an, nachzudenken, was macht es eigentlich aus, was will ich eigentlich werden? Also, was treibt mich an? Und da kam der Gedanke des Gestaltens rein. Wobei der erstmal sich überhaupt nicht an Typografie oder an Gegenständen manifestiert hat. Das war nicht das Thema. Sondern es ging eigentlich, vorhin habe ich vom Kollektiv geredet, was kann ich eigentlich in die Gesellschaft einspeisen, gestalten, was mich kenntlich macht, aber was der auch nutzt. Es gab immer diese leicht, vielleicht aus so einer katholischen Erziehung heraus, einen Ansporn zu sagen, hey, ich muss da auch was machen. Ja? Also was den Leuten was bringt oder so. Also es war auch dieses Changieren die ganze Zeit, aber eben auch ganz oft Scheitern. Auch in der HFG, also wo ich studiert habe in Offenbach, war ich erst in der Filmklasse. Ja, das ging gar nicht. Ich war kein Filmer. Ich habe absurde Filme gedreht mit Weihnachtsmännern und Scheißhaufen, die keiner verstanden hat. Und hab dann doch aufgehört, doch lieber, weil das hat nicht zum Film gepasst. Ja? Und ich war nicht der. Und dann hat sich halt rauskristallisiert, da gibt es so eine Zwischenthese, die eine künstlerische Ebene beschreibt. Würde man heute sagen, Konzeptkunst, immer intentional. Ich rede ja immer über das, was es bewirkt. Also auch nicht der richtige Künstler im klassischen akademischen Sinne, der aus dem Genie heraus schafft, sondern der immer die Intention hat, ey, was bewirke ich damit? Und auf der anderen Seite eben den Gestalter, der ästhetisiert, der sagt, wie bringe ich was, wie kommuniziere ich was so, dass die Leute das mögen, dass die Leute es verstehen oder auch kritisch umsetzen können. Und in der Kombination hat sich dann eigentlich die Gestalterpersönlichkeit ausgeformt, die ich hoffentlich habe oder zu glauben habe. Ja, aber die bis heute eigentlich nicht gesagt werden kann, das ist ein Typograf, das ist ein Illustrator, ja, oder das ist ein Werber oder das ist ein Künstler. Es ist so ein Changieren, was ich aber durchaus für mich als einen wichtigen Weg finde, als einen Zwischenweg, der macht es einem oft nicht leicht, weil man natürlich nicht einordnbar ist, aber er ermöglicht dann schon so Zwischenwege, die ich gehen kann, die man sonst nicht so gehen kann. Ja, weil deswegen mir das Geniebild verbietet oder dem Werber verbietet, ist die Intentionalität, indem er an Ökonomisierung glaubt, sagt, das kann man nicht machen, weil es bringt keine Kohle oder so. Ja,
dazwischen, das interessiert mich beides eigentlich nicht, sondern mich interessiert der Zwischenweg. Ja, das Billy-Buch hier, das habe ich mal rausgesucht, weil das so eine typische Facette vom Büro eigentlich darstellt. Also erstmal ist es diese diskursive Ebene, die wir bei HLZ, bei Heinlein Zitzka, gefunden haben. Das ist ja ein Büro, was es seit 25 Jahren gibt und auch eine ganz essentielle Zone für mich immer war, wo ich mich ausleben konnte und wo eigentlich die Möglichkeiten erst geschaffen wurden für die ganzen Geschichten, die man heute sieht. Auch übrigens die künstlerischen Thesen oder nennen wir die Konzeptkunstthesen, weil die wurden darüber schlicht und einfach finanziert und aber auch von den anderen, von meinen zwei anderen Kollegen, die das Büro mittragen, eben auch mitgefördert, muss man sagen. Ohne die gibt es das nicht. Was das Billy-Buch anbelangt, ist mir das als Beispiel jetzt so in den Händen ganz wichtig, weil hier so eine bestimmte Kommerzialität auf eine Freiheit trifft und auf so eine diskursive Ebene. Das heißt, eine diskursive Ebene, die vorne weggesetzt ist zwischen uns dreien, wie das immer ist im Büro. Das heißt, da gibt es den Typografen Lenz und, ja, wie soll ich sagen, den Produktdesigner und sehr kontaktfähigen Heine. Und dann gibt es eben den eher experimentell schwer zu steuernden Zitzka, würde ich jetzt mal sagen. Und die streiten sich erstmal immer und dann kommt es zu so einem Konzept, was dann ja eben mit dem Kunden besprochen wird. Aber das ist nicht alles. Es gibt dann eben auch ja, so eine These, wie bringt man sowas ins Büro und schafft Freiheiten im Büro. Das heißt, dieses Buch beinhaltet Regionen, wo wir sagen, die Mitarbeiter können sich in der einen oder anderen Kapitelebene wirklich auch ihr eigenes Refugium schaffen, selber was machen. Und ich sitze nicht im Rücken hinterm Rechner und sage, schieb mal so, schieb mal so. Das machen wir sowieso nicht, ganz abgesehen davon. Aber das ist nicht dirigistisch oder so, sondern sie haben wirklich ihre Freiräume. Und das kann man im Buch halt sehr schön machen, wenn man so ein Projekt hat. Obwohl, ja, wir alle wissen, dass IKEA hoch kommerziell arbeitet und auch teilweise kritisch zu sehen ist, gab es eben hier diese Freiheiten. Das hörte da nicht auf, sondern auch bei dem Buch ist es dann so gewesen, und das ist auch ein Idealfall im Projekt, dass auch die Beteiligten, also die Leute, die in diesem Buch, in der Fotografie, Billigregale, da geht es nämlich um das Billigregal, was uns ja alle mehr oder weniger entweder als Junkteil oder ich sag schon fast als anthropologische Konstante geprägt hat, in jedem Zimmer ist es vorhanden, dass man sagt, da sind Leute gefragt worden, wie inszenieren die eigentlich ihr Billigregal und normale Leute. Und auch da gab es die Freiheit, noch nicht mal vom Büro kontrolliert, wurden also Billigregale so gefüllt, wie man das möchte. Und das finde ich dann eine ganz schöne, fast so eine Art inhaltliche, nochmal so ein Analysmus zu sagen, so eine Supply Chain von Inhalten, die aber komplett so Freiheiten für die Protagonisten, die da mitmachen, beinhalten. Und das ist dann immer ein Projekt, was gelungen ist, denn in dem Moment, um jetzt nochmal auf die vorigen Sachen mit den Schnittstellen zurückzukommen, in dem Moment gibt es eben diese Schnittmengen, Bilder stehen nebeneinander, Positionen stehen nebeneinander und dann passiert der Diskurs. Und das ist neben aller Ästhetisierung für mich immer die Hauptsache. Bei mir muss es ästhetisch noch nicht mal so stimmen, aber der Diskurs muss stimmen. Und dann empfinde ich eine grafische These als gelungen. Das ist zugegebenermaßen nicht unbedingt eine, die jeder teilt in unserem Kontext. Macht auch nichts, aber für mich ist das, ich empfinde das dann als rund. Und bei dem Buch ist das so gewesen. Und wie gesagt, deshalb ist es ein schönes Beispiel als HLZ-Konglomerat, Diskurs, gleichzeitig aber mit einem hohen Grad an Kommerzialität und einem Riesenkonzern dahinter. Also das geht auch. Deshalb finde ich das interessant. Man kann immer irgendwelche Schaustücke des Designs vorlegen, die aber in ihrer Insellösung für ein paar Designer sind. Aber es ist ja die Frage, wie bringst du eigentlich so einen Diskurs, so einen ernstzunehmenden Design-Diskurs auch in die Normalität rein? Also wenn man über Wachstum redet, das ist, finde ich, eine ganz zentrale Frage, die uns Designer beschäftigen wollen. Erstens, weil sie die ganze Designwelt zu meiner Zeit sehr stark
beschäftigt hat, denn Wachstum war im Prinzip ein Qualitätskriterium und zwar ein Wachstum, was sich wirklich auf pekuniärer und anzahlmäßiger, also ökonomisierter Basis immer abgespielt hat. Bis zu den Schrauben, die man in der Alufelge des Porsches hatte oder sowas. Ja? Das heißt, Wachstum als Zuwachs, als Akkumulation von Material. Und das, finde ich, ist heute eine Sache, die uninteressant ist. Es ist auch nicht besonders sinnfällig, darauf stolz zu sein, dass man so und so ein großes Büro hat oder so. Ja? Ich sage, wir haben ein Büro, das waren mal 25 Leute, heute ist es irgendwie zwischen 15 und 20 changierend. Ich bin nicht stolz drauf, dass man so einen Apparat bewegt. Man könnte auch anders sagen, das sind Dinosaurier. Ja, und da kommt mir in meinem Sinn, ist der Stefan Sagmeister in New York, neulich, als ich ihn da besucht habe, sagte, Mensch, Tibor Kalman, der ein wirklich, übrigens für jeden Designer, sehr sehenswerter und interessanter Mann, der zwischen dieser typischen amerikanischen Schule und eben Vitra, Workspirit-Heften und so interessante grafische Arbeiten gemacht hat, ja immer zu ihm gesagt hat, ihr werdet nicht größer als 4-5 Leute. Ja, und man muss sich heute klar machen, dass so ein Büro, was im Prinzip Weltniveau hat, so eine Größe hat. Also das ist immer ein Beispiel dafür, dass dieses Wachstum ist eine Blase. Ja, dieses Wachstum, was, sagen wir mal, meine Generation sehr stark gelebt hat. Es ist die Frage, was ist eine Alternative zu dem Wachstum? Ich glaube, es beschäftigt heute, gestern haben wir hier mit einer Investmentbankerin in der Galerie auch über das Thema geredet, weil das ist, beschäftigt auch Banker. Ja? Und die suchen auch danach, was gibt es für alternative Wachstumsformen? Kann man Wachstum definieren über Inhalte statt über Besitz? Über 25 Uhren, 43 Pferdelederschuhe und 5 Autos oder so und 40 Leute und so viel Umsatz und so was Ranking, es hört ja gar nicht auf. Ja? Wir befinden uns ja immer in diesem Wachstumsgedanken, der auch ganz klar sofort in so eine Richtung führt, Wettbewerb im Sinne von Kompetition, Verdrängung zu begreifen. Ja, weil im gesättigten Umfeld verdrängt man den anderen, wenn man wachsen will. Es gibt so keine Kollegialität in so einer Denke. Und das finde ich alles eher negativ besetzt. Und ich glaube, dass gegenwärtig ja ganz andere Modelle gedacht werden. Die Büros werden kleiner, die Leute arbeiten für sich und doch nicht für sich, bilden solche... Ja, früher stand ich dem kritisch gegenüber, weil ich immer dachte, da wird nur der Drucker und der Raum geteilt. Aber ganz so ist es nicht. Es ist im Prinzip das Reagieren auf schnelllebige, changierende Wolken aus Jobs, die man unterschiedlich zusammensetzen muss. Und ich glaube, wenn das eine Kollegialität unter den Leuten fördert, weil sie immer wieder neu zusammenschließen müssen, immer wieder drüber nachdenken müssen, was ist die Qualität von dem, wie kann ich diskursiv mit dem zum Ergebnis kommen, dann ist das eher sehr viel produktiver, als zu denken, ha, wie schnappe ich dem irgendwas weg, wie werde ich größer als der, wie bekomme ich dickere Eier als der. Das ist uninteressant, das ist im Prinzip doch das Old Wisdoms, das ist die Denke, würde ich sagen, schon eher meiner Generation gewesen. Und da gibt es zum Glück einige, die nicht mehr so denken. Out the box, das macht einem erstmal ein bisschen Schiss, wenn ihr einen fragt, ja, weil man, das ist unbekanntes Terrain. Aber man wird ja eigentlich im Gestaltungskontext groß mit diesen selbstreferenziellen Riesenveranstaltungen, also beim ADC oder DDC, Preisverleihungen, sagen Sie mal was zu Ihrer Arbeit und dann hat man immer diese gleichen Lamentos von, ich bin doch geil oder ich bin doch ein toller Gestalter, eigentlich bin ich besser als die alle, die hier sind und so weiter. Die Selbstreferenzialität habt ihr gewissermaßen mit eurer Veranstaltung genial ausgeschaltet. Macht ein bisschen Angst, weil man kann ja nicht sagen, das habe ich gemacht. Man muss hier sich auf was anderes einlassen und hat nicht sich selber und die eigene Arbeit als im Fokus. Und da wird es, glaube ich, interessant. Ich meine, ihr habt ja auch entsprechende Leute,
intuitiv ausgesucht. Ja? Also der Eike kann das, der Andreas kann das. Das sind alles Leute, die als integere Gestaltungspersönlichkeiten auch Wege für ihre Leute offen lassen. Ja? Und ich glaube auch immer interdisziplinär über andere Dinge gut reden können. Ja? Weil man nur in der Lage ist, über die eigene Arbeit zu reden, zu erklären, warum ich da die so flüstern, die, was weiß ich, extra schmale Helvetica genommen habe oder leichte, ja, dann ist das zu wenig, glaube ich, heute, um in eurem Format die Leute bei der Stange zu halten. Das ist, ja, wie soll ich sagen, da wird der Gestalter, glaube ich, lesbar jenseits dessen, was er gestaltet, sondern wie er vielleicht in seiner Sichtweise die Welt versteht, aus seiner Erziehung heraus, aus seinem Privatleben heraus, wird dann so ein bisschen kindlich. Nicht zu viel, schon ein Sonderfall, gibt's so nicht. Man macht ja viele Vorträge, aber davon sind eben 99%, die, ja, machen Sie mal was über Ihre Arbeit und erzählen Sie mal was darüber. Ja. Auch ein interessanter Aspekt ist, dass es oft in Vorträgen heute an Unis so diese Ebene gibt, man fragt sich wirklich, also viel, ich kenne die Diskussionen aus Abenden, wenn man jetzt mit gestandenen Gestaltern zusammensetzt, warum soll ich eigentlich genau erklären, wie ich meine Arbeit mache? Weil damit erzeuge ich ja nur heute diese affirmative These, die auch viele leben. Das heißt, ich erzeuge unglaublich viele, die dann so arbeiten wollen wie ich. Aber es ist doch viel interessanter, eben die diskursive Ebene zu beschreiben, zu sagen, wie denkt der? Das kann man nicht nachmachen, weil dann müsste man ja ein Klon der Person werden. Sondern, dass man drüber nachdenkt, ah, der denkt so und so über so eine Sache nach. Eigentlich ganz interessant. Das ist eine andere Transferleistung, als an der Gestaltung zu sagen, ah, Clarendon ist jetzt gerade hip. Okay, muss ich auch mal verwenden oder so. Das ist zu wenig, finde ich. Und das passiert allzu oft, wenn du nur Arbeiten zeigst. Ja, und dann entstehen oft zwei Wochen später irgendwie plötzlich eine Welle an den Hochschulen, dass die Leute so auch arbeiten. Ist ja klar, habe ich früher auch gemacht, aber es ist, führt die nicht weiter. Ja, und deshalb finde ich das Format, ohne euch in den Arsch kriechen zu wollen, eigentlich ein sehr, sehr interessantes. Was verstehe ich darunter? Ich meine natürlich eine in meinem Sinne, jetzt kommt es mit so einem harten Begriff, ethisch vertretbare gestalterische gesellschaftliche Relevanz. Da sucht man natürlich immer, da scheitert man auch oft. Das gehört dazu, finde ich, ist nichts Schlimmes, permanent im Leben immer mal wieder daneben zu greifen. Das macht, ist auch dummerweise im Büro. Es funktioniert vielleicht pekuniär und für den Kunden, aber man selber empfindet es als Scheitern. Das gibt es. Und gab es auch in unserer Geschichte. Aber man kann ja auch Projekte starten, die das anders versuchen. Und das mache ich halt hin und wieder. Das ist das, was viele Leute von mir außerhalb von Heinlein-Zitzka halt kennen. Ja, das sind eben dieses Minenfeld und das ist Symbiosis. Beides sind NGO-Projekte, die, würde ich mal in Anspruch nehmen, weit ab davon sind, so eine Gutmenschennummer zu fahren. Das ist es nicht. Sondern zu sagen, man nimmt sich Themen, die einen interessieren, schafft ein ästhetisches Konstrukt daraus und versucht mit diesem Konstrukt einen Kreislauf von Geld, das fließt, zu konstruieren, der dann wieder Veränderungen da, wo man die veränderungswürdig empfindet, nämlich in der dritten Welt oder wo Minen geräumt werden müssen, das zu unterstützen und dabei auch selber für sich was rauszuziehen. Also das ist jetzt, das hat jetzt keine so einen christlichen Impetus, ich will Gutes tun oder so. Nein, es ist eine Sache, an der man viel lernt und wo man ein Erfolgserlebnis hat, dass man eben sagt, ich bin jetzt nicht, wir haben vorhin gesagt, Wachstum, ich bin jetzt nicht gewachsen, sondern ich habe was da reingesteuert, was in dem Sinne was verändert hat.